Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich war übers Wochenende zu Hause, konnte nicht Champions of Regnum aufnehmen, konnte aber spielen und habe jetzt hier bis Mitte Level gelevelt und gefunden habe ich leider nicht viel. Aber ja, ein Ritter-Rapier mit minus Crit-Chance. Wow, super. Das freut mich doch, oder? Und der Ork hier, der freut sich wahrscheinlich auch, zeigt es aber irgendwie ein bisschen eigenwillig. So, ja, ich habe einfach meistens am Abend ein bisschen gelevelt hier, übers Wochenende, und habe noch ein bisschen Skyrim gespielt. Im Skyrim habe ich einfach ein paar Mods getestet, weil ich bald ein Let's Play machen will. Und dieses Let's Play wird dann noch lustiger als hier manchmal. Weil ich habe viel vor, ich habe viel ausgetestet, was man sonst kein für Scheiße Zeugs machen kann. Und werde es dann einfach immer wieder zeigen und auch mal ein bisschen aggressiv sein und alle töten und so weiter. Und Diablo 3 kommt am 28. Dann fängt Season 4 an. Kommt das Let's Play mit ein bisschen Challenge. Also mit zum Beispiel keine Assets tragen. Mindestens ein Magic-Item und ein Seltenes-Item tragen und ja, zum Beispiel alle Gebiete machen und so weiter. Und das werde ich so lange machen, dann bis ich irgendwie Paragon Level 100 bin oder so. Und dann werde ich ein paar der Challenges wieder wegmachen, damit ich auch zum Beispiel Sets tragen kann. Aber das geht eben noch bis zum 28. August. Dann fängt Season 4 an, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Weil man kann bei Diablo 3 nicht wieder von vorne anfangen. Man hat das Level, also die Paragon-Level hat man. Und kann deshalb nicht. Sag schon. Ja, das resetten oder so. Leider. Nein, nicht in Anführer. Oh. Hey, du Drago, musst du lesen? Das geht so nicht. Und dann fängt auch noch Medieval 2 Conquer the World in Season 3 oder 4 an. Das, weil scheinbar Steam es noch geht. Das muss ich aber alles noch testen. Also es kann sein, dass das nicht kommt. Aber da kann man wieder die ganze Welt erobern. Das finde ich so geil. Unbedingt wieder starten. Wahrscheinlich mit Portugal diesmal. Sind zwar nicht so stark, haben aber dennoch ein paar Vorteile. Und da ich, also da mein Vater einen Kollegen aus Brasilien hat, der ein paar Tage bei uns zu Hause war, da wo ich schläft er, also hat er geschlafen, jetzt ist er wieder in Brasilien, bin ich so ein bisschen in Portugal-Stimmung. Auch wenn ich zum Beispiel Cristiano Ronaldo überhaupt nicht mag, irgendwie, weil er so arrogant ist und so zielstrebig einfach immer alles will und auf Geld verdienen will und so, mag ich ihn nicht so. Also seine Art nicht so. Bin ich schon ein bisschen nicht so Fan von Portugal, aber ich will es gerne mal spielen und das habe ich wirklich noch nie gespielt. Kein Medieval 1 habe ich auch nie gespielt. Das muss ich unbedingt mal machen. Und dann habe ich ungefähr 5, 6 Projekte und das heißt, ich werde die Projekte machen, die am meisten geschaut werden, am meisten Likes haben, am meisten Kommentare haben und so weiter. Und wenn ihr wirklich mehr Videos wollt von einem Projekt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also ihr dürft gerne sagen, bitte macht mehr Videos oder so. Aber ob ich nachkomme, weiß ich nicht. Da müssen andere Parts halt darunter leiten. Die werden dann verzögert hochgeladen, leider. Weiß nicht, wann das geht. Und ja, mal schauen. So, wir leben jetzt hier, bis dieses Einlog-Bonus des Tages vorüber ist. Und danach gehen wir Reichsschlachten machen. Wenn irgendwas kommt, aber ja, es schreibt niemand, Mann, es ist niemand online. Die Icken, die unloyalsten, die es gibt. Beschwörlord,
Ah, der Chat, dann ist der aufgeploppt so. Ah, der Handelschat, okay. Arodan, Elite-Hexenmeister-Robe. Mal gucken. Oh, Legendary. Beschwörlord-Tunika. Das sind Level 50er, 54. Huch. Die ist aber schlechter als die ich habe, oder? Die ist einfach für Beschwörung, die ist für Hexenmeister, okay. Ja, also Eisauswahlchance ist doch viel besser als Konzentration, oder? Ich weiß nicht, wie viel Konzentration Ausweichchance macht. Aber ich denke, das ist besser bei mir. Und ich habe halt die defensive Robbe und er hat die offensive Robbe, die er gerne verschenken will. Soll ich sie holen? Oh, ich bin überlastet. Heftig. Und eine Totenbeschwörer-Lord-Tunika aus ätherischem Gewebe. Boah, einen längeren Satz gibt es auch nicht mehr. Gott, oh Gott. Voll einen Titel, also voll einen langen Namen für die Robbe. Heftig. Oh Mann, ich finde keine Magnetstücke mehr. Ich habe immer noch 61. Ich habe ja 150 ausgegeben für den Hammer, den ich trage. Auf rechts. Und habe dann seitdem eigentlich keine mehr geholt, weil ich einfach keine Zeit habe, hier überall nach Gesteinen Ausschau zu halten oder zu handeln. Jetzt machen wir mal wieder auf Ignis. So. Und es leckt irgendwie so komisch. Immer so Mini-Leck. Das ist wahrscheinlich wieder von Fraps. Diese Mini-Lecks kommen immer vom Fraps leider. So, alles verkaufen. Das ist Schrott. Hallo. Weg damit. Immer einzelne Items sogar noch. So, nein, falscher Knopf. So, genau. Dankeschön, liebes Spiel. Oh, 300. Schon ein Drittel plus. Oh, bald habe ich die 10.000. Bei 99.000 ist Schluss. Leider. Leider, 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 leider. Leider, 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 leider. Irgendwie ein bisschen türkisch oder so. Leider, Mann, leider. Leider, genau, leider. Leider, leider. Leider, Leute. Leider, leider. So, also, ja, sonst geht es mir eigentlich echt gut. Hab heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ein bisschen Augenbrennen gehabt, aber geht eigentlich gut jetzt wieder. Noch ein bisschen müde, weil das Wochenende richtig lang war. Ich bin, hab fast nicht geschlafen. Vor allem am Samstag habe ich nicht so viel geschlafen. So, hier sind wieder die Orangen. Ja, und Champions League geht's auch gut. Ich habe einen Brief, also eine PN bekommen. Komm doch bitte ins Reich Alsius. Ja, nett. Wie soll ich das machen? Soll ich wieder neu anfangen mit einem neuen Account? Multi-Account-User. Du bist ein Multi-Account-User. Du bist gebannt. Genau so fängt es wieder an. Es gibt ungefähr 30, 40%, die jeden Tag Multi-Account usen. Und die werden wahrscheinlich nie angeschrieben, aber ich bin immer das Opfer. Nein, ich meine, ich würde gerne nach Alsace wieder wechseln, aber ihr seid schon zu viele. Ich habe keinen Bock, wieder neu anzufangen und möchte ihr Feind sein. Voll die Batman-Stimme. Ja. Das heißt, ich bleibe leider bei Ignis. Ich will bei Ignis bleiben. Ich habe da schon so viel erreicht. Aber ich will eigentlich nicht gehen, euch kämpfen oder so. Also ja, schon. Aber ist euch da nicht irgendwie schlimm machen oder so. Ihr dürft ja auch gegen mich ein bisschen kämpfen. Aber mein euer Freund kann ich da leider nicht sein. Also
Ja, ich weiß nicht. Ihr dürft gerne mit mir herumlaufen und euch irgendwie bemerkbar machen. Genau. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann verbeugt bitte. Dann sehe ich's. Ah, ich kämpfe nicht mit ihm. Er kämpft ja auch nicht mit mir. Sonst greife ich euch halt an. Das ist unser genau zweimal am besten. Zweimal verbeugen, so. Dann sehe ich's. Ah, ich greife ihn nicht an. Okay. Dann seid ihr mein Kollege. Ihr seid einfach im anderen Reich. Und dürft mit mir mitlaufen und so. Machen wir es so. Und die anderen dürft ihr dann abkloppen von mir. Also wenn bei mir ein paar Igen mitlaufen oder so, die dürft ihr abkloppen. Aber die können sich auch verbeugen, dann dürft ihr sie auch nicht angreifen. Genau. Das ist unser, wie sagt man dem, unser Geheimzeichen, dass wir uns nicht niedermetzeln sollten, weil wir Kollegos sind. Ja, und außerdem wurde angekündigt, dass zwischen Level 40 und 60 die Erfahrungspunkte, die nötig sind, runtergesetzt werden. Es geht alles schnell. Ich hoffe, es kommt bald, aber ich kann nichts versprechen. Also es wurde nur im englischen Forum geschrieben von einem der Game Master, oder, nein, Admins, weiß er nicht, also die ent entwickeln. Oh, ja, geschafft. Boah, mein Gott, oh Gott, oh Gott. Immer so knapp. Und ich hoffe, es kommt bald, aber es ist halt auch ein großes Stück Arbeit für die Entwickler. Ich freue mich, weil ich dann endlich auch ohne Booster dann Level 60 erreichen konnte. Aber es geht noch genug schnell eigentlich, aber es geht halt einen halben Monat, bis ich dann Level 54 bin. Ich habe gerade noch ein bisschen Fleisch im Mund gehabt. So diese Fäden von diesem Ragout. Und habe ja eben nicht so viel Zeit. Ich bin ein voller. Ich habe den ganzen Tag eigentlich Let's Plays, die ich hochladen muss und aufnehmen muss. Dann noch, wenn ich hochlade, Kampfsport. Wenn ich mal nicht hochlade und nicht aufnehme, mache ich ab und zu auch Fußball oder Joggen. Also ich bin den ganzen Tag eigentlich schon richtig ausgelastet. Aber das mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin sehr gerne ausgelastet. Und es geht mir natürlich auch sehr viel besser, seitdem ich es mache. Es tut mir einfach motivieren. Es macht mich fit. Es lässt mich jung bleiben. Weil ich hatte immer so das Gefühl, als ich so ein bisschen depri war, ich werde zu schnell erwachsen. Ich bin eigentlich jetzt schon so alt, also schon richtig erwachsen mit 28 und so. Habe ich gedacht, ja, ich habe irgendwie nicht so Bock, die Zeiten, wo es Spaß gemacht hat, alles und so, waren vorbei. So eben Midlife Crisis einfach bei mir schon bei 26, 25 Jahren. Und das ist aber vorüber. Ich bin glücklich, dass ich noch so jung bin. Ich bin glücklich, dass ich so viel zu tun habe. Ich bin glücklich, dass ich so viele Kollegen habe durch YouTube, durch Spielen, also Champions of Regnum, durch andere Spiele, durch Minecraft zum Beispiel. Und ja, mir geht es eigentlich momentan viel, viel besser als vor 2, 3 Jahren. Und ja, jetzt, wo ich immer wieder bekannter wird, geht es mir natürlich auch ein bisschen vom ja, ich habe nicht mehr das Unnütze, wisst ihr? Ich hatte immer so das Gefühl, ich bin so ein bisschen unnütz fürs Leben. Ich bin nicht mehr unnütz und das freut mich. Je nützlicher ich bin, desto besser fühle ich mich natürlich, oder? Und ich habe jetzt schon so extrem viel Erfahrung gesammelt in Sachen Lebenserfahrung und so. Ich kann sagen, dass ich wahrscheinlich nie so werde, wie momentan die ganz guten YouTuber sind. Weil immer wenn ich kurz wieder hinschaue zu den YouTubern, bekomme ich langsam so ein bisschen den Brechreiz, weil sie extrem auf Werbung machen. Extrem auf Management. Auf Management, auf, ja, auf Massenindustrie.
Und ich möchte immer so sein, dass ich sehr persönlich, sehr menschlich bleibe und nicht irgendwie immer Werbung mache. Weil ich habe jetzt ein Video kurz gestern geschaut. Da wurde dann unbedingt schauen, das beste, das lustigste Video ever, hieß es dann unten drunter. Oder einmal hieß es, macht mit bei www.com und verdient 1000 Euro pro Monat. Jetzt dorthin gehen. Und solche Videos lösen bei mir gleich einen Dislike-Button aus. Da klicke ich gleich auf Dislike, weil ich finde so etwas unmenschlich, also so richtig, wie soll man das sagen, eigensüchtig auf eine Weise zu, also der Kanal ist dann eigensüchtig und hässlich. Und deshalb, also ich sage jetzt nicht, welcher YouTuber es ist, aber es ist einer, der schon recht viele Abonnenten hat, noch nicht 100.000, noch nicht 50.000, glaube ich, aber irgendwie so mit 48.000 ungefähr. Und dass der schon extrem auf Gronk machen muss oder auf Zombie oder auf Ungespielt und dann noch extrem Werbung macht, das ist so ein bisschen, ich habe so eigentlich das Gefühl, alle klonen sich. Ungespielt hat zum Beispiel das mit Minecraft vorgemacht und jetzt hat er ungefähr 50 Kollegen, die das gleiche machen. Also wo liegt die Motivation? Das ist die Motivation gleich bei Null und ich möchte gerne ein bisschen anders sein als die. Ich möchte so anders sein wie möglich und trotzdem auch ein bisschen erfolgreich sein. Ich muss keine 300.000 Abonnenten oder 700.000 Abonnenten oder noch mehr Abonnenten haben. Das muss ich nicht, aber mir würde es freuen und ich habe es geschafft. Ja, ich habe es überlebt. Ich bin der Beste. Boah, ich hasse das, im Laufen zu schreiben. Ich habe immer das Gefühl, die Kamera geht wieder nach links und rechts. Wegen irgendeinem Bug oder so, das ich immer habe. Okay, Widerstand, physische Schaden ist eigentlich recht gut. Aber ich habe ja die bessere. Geht wo was? Geht wo was? Minus wo? Minus P. Minus Bob. Okay. Ja, also ich möchte bodenständig sein, ich möchte lustig sein, ich möchte spannend bleiben. Ich möchte alles so ein bisschen haben auf meinem Kanal, das euch gefällt. Und eben dann bin ich auch sehr interaktiv. Also genau aus dem Grund. Und wenn ihr jetzt könnt, wenn ihr jetzt schreiben wollt, etwas irgendwie, ja, ich finde es nicht so toll, dass ich jetzt gerade immer levele. Dann dürft ihr das schreiben, ich nehme es an und mache jetzt ein paar Parts, das ist anders oder so. Jetzt ist es wirklich gut. Also dann können wir eigentlich loslegen mit dem Reichsschlachtenzeugs. Punkt. Und eben, ich passe mich euch an. Ihr müsst nicht an mich anpassen, aber ich passe an euch an, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, etwas zu verbessern habt oder euch etwas stört oder so, dann schreibt es unten in die Videos oder in meinen Kanal oder in mein Forum und ja, im Forum ist momentan einfach nicht los, weil die Leute irgendwie keinen Bock haben zu schreiben oder einfach ich halt noch nicht so berühmt bin, aber da könnte man wirklich, wenn jemand anfängt, also ich fange zum Beispiel schon an, aber ja, da könnten wir eigentlich gut miteinander reden. Ich würde sehr viel mit euch schreiben. Ihr könnt auch unten in den Chat schreiben. Und da sehe ich es auch ein bisschen schneller. Und ja, da können wir eigentlich loslegen. Ich bin sehr, sehr, sehr sozial. Also ich habe jetzt hier in der Wege 5 Leute plus die Leute, die manchmal kommen und Essen machen und so. Dann habe ich in der Nähe eine große Wege Schönenbach, wo es ungefähr 15 Leute hat, plus die Pädagogen. Dort hat es Pädagogen, die auch Sachen also beibringen und so, helfen und so. Und dann gibt es nochmals eine Wege mit 5 Leuten. Und dann gibt es ganz weit weg, also 2, 3 Dörfer weiter,
gibt es nochmals eine recht große Wege. Also ich habe so extrem sozialen Kontakt momentan im Real Life und eben online auch sehr viel. Also es gibt ganz viele Leute, die bei mir bei Skype einfach Sachen schreiben und ich antworte natürlich und telefoniere manchmal auch und das finde ich so toll, also finde ich richtig, richtig toll. Ich muss jetzt schauen, wo wir eigentlich jetzt hin müssen. Syrtis war es, ja, deshalb ist es außer Frage eigentlich. Ah, Ignis, wo seid ihr? Wir gehen an den Bind. Tja. Also bin ich eigentlich momentan, habe ich eigentlich eines der schönsten Leben, wo ich eigentlich persönlich kenne. Also ich kann mich wirklich nicht irgendwie momentan schlecht fühlen, weil andere Leute haben es viel schlechter als ich zum Beispiel. Ich kenne ein paar Leute von der großen Wege Schönenbach, wo es recht schlecht haben, weil sie ja ein bisschen psychische oder physische Probleme haben. Der Pexta. Ah, das ist der mit dem Wop. Wop, Wop, Wopanganga-Style. Ich glaube, Syrtis greift uns wahrscheinlich auch dann mal noch an. Wir haben noch beide. Okay, Syrtis hat jetzt den hellblauen Reichsedelstein. Komm, Manny. Einfach mal warten dort. Leider können wir nicht viel machen, weil die Igen momentan sehr inaktiv sind, aber ja, wir könnten ein bisschen trollen wieder. Komm, wir trollen nochmals ein bisschen. Ein bisschen die Syrten angreifen. Ich muss unbedingt meine Robe des Captains anziehen. So. Wieder toll, das sieht wieder so toll aus. So, wir trollen wieder ein bisschen, tanzen wieder auch, ein bisschen klatschen. Wilder Panther. Ah, wir könnten auch mal wieder den Jäger ein bisschen weiter leveln. Aber, ja. Ich frage mal euch, schreibt es unten in die Video-Kommentar. Wollt ihr wieder den Jäger sehen oder soll ich mehr wieder hier zeigen? Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, immer Leveln zeigen oder Reichsschlachten zeigen. Oder soll ich den Beshi zeigen? Oder soll ich endlich mal die Charakter-Slots erweitern, dass wir Schützen anfangen können? Dürft ihr gerne Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich es mal wieder mit PaySafe Card versuchen, aber ich bekomme ja nie die vollen, die angezeigt werden, die Ximerins, genau. Komme ich nie voll leider. Und deshalb kaufe ich sie nicht gerne mit PaySafe Cards, aber wenn ich dann bald mal eine Kreditkarte habe, geht es danach viel besser. Und dann kaufe ich auch ein paar Sachen, aber ja, ich denke Schatztruhen und so werde ich nicht machen. Kaufen. Mal gucken. Wieso ladet das so langsam? Okay. Einen Begleiter werde ich kaufen. Einen. Und das ist wahrscheinlich die Herne, aber die Herne gibt's. Ah doch, Herne gibt's hier. 150 HP, eigentlich haben wir genug HP mit 5421. In 10 Punkte des Hauptattributs um. Aber das ist wenig. Wie viel geben 10 Stärke? Wie viel Schaden? Eigentlich wenig. Oh, Mana brauchen wir eigentlich nicht so viel. Wir haben manchmal Mana-Probleme, aber eigentlich die Schildkröte. Zaubergeschwindigkeit. Nein. Zaubergeschwindigkeit weg ist das. Okay. Halloween-Pferd. Miethaug. Ein Tag für 250er. Klar. Einen Besen könnten wir holen. Besen. Besen. Farbe. Wir nehmen schwarz und rot wahrscheinlich. Und werden dann irgendwie. Da müsst ihr mir auch mal etwas nachhelfen. Wie soll ich denn da aussehen? Der Helm zum Beispiel schwarz, die Rüstung rot, die Hosen schwarz oder Hosen braun, je nachdem. Also Booster werde ich dann kaufen, wenn ich wirklich gelangweilt bin.
One Master Coin Bonus werde ich nicht kaufen. Dreifach Drop Chance werde ich kaufen. Für eine Stunde, oder? Steht gar nicht. Ah, während einer Stunde des Kampfes. Okay. Zoberst. Ich habe zu unters geschaut. Ja, also werden wir wahrscheinlich kaufen, aber 2 Euro. Boah. Heftig teuer. Oh. Und Erfahrungskurs werde ich wahrscheinlich nur die 200% kaufen. Weil 500 ist ein bisschen mehr. Ja. Die ist teurer. Lagererweiterungen werden wir kaufen. Roll des da. Level 60 Scroll werde ich wahrscheinlich mal einsetzen für einen Hexer oder für einen Ritter. Pferde werden wir kaufen. Ich werde wahrscheinlich Helion für diesen Charakter kaufen. Na. Für den Schützen eventuell werde ich ihn kaufen, weil der bleibt wahrscheinlich Panther. Und wo haben wir noch nicht? Kriegslacken vielleicht ein paar. Das ist sowas von sinnlos. Man bekommt es nach ein paar Gegner töten wieder auf 0%. Also eben die Kisten werde ich nicht holen. Ich werde alles looten. Von den Gegnern holen. Und sonst irgendwie Verschmelzung Gegenstände für den Skin. Genau, aussehen mit einem anderen, ja. Edelstein entfernen vielleicht, wenn wir es brauchen. Diese Gold-Edelstein-Glückskisten auch nicht. Rüstungsverbesserung, wenn wir halt Verbesserungen drauf haben. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht so böse sein und den anderen, die kein Geld ausgeben würden, in den Elend. Nein, einfach, dass ich einen Vorteil gegenüber die haben, die nicht kein Geld ausgeben, will ich nicht so haben. Also, ja, dann eher Kostüm. Zaubererhut habe ich ja beim Beshi. Kleiderglücksbeutel, ja, da gibt es nur 6 Sachen drin. Ninja beim Schützen würde eigentlich passen. Ninja Meister. Albtraumkostüm beim Hexer. Aber auch nicht immer einsetzen. Wie da jetzt zum Beispiel das Zeki-Kostüm habe ich meistens auch aus. Weil, wenn ich es immer anhabe, wird es ja auch langweilig, oder? Und, ja, jetzt kommt leider keine Schlacht, tut mir leid. Er hat auch immer noch keine Antwort bekommen. Mega inaktiv, die Leute, das ist sowas von schrecklich. Heftig schrecklich. Nun gut. Ja, Tenax wollen wir auch mal machen, können es aber nicht, weil die anderen Leute es nie machen. Das müssen wir nämlich im Raid machen. Und, sonst... Ja, mal schauen. Also es wird sicher auch wieder bald mal ein bisschen spannender wieder. Aber es geht leider noch einige Zeit. Und wenn ihr mitmacht, geht es natürlich noch schneller. Aber ihr müsst es nicht machen. Aber wenn ihr wollt, wirklich, ich kann euch sehr viel helfen. Ich kann euch mit dem Beshi richtig gut helfen, wenn ihr dann Level 30 seid. Meiner ist nämlich Level 32. Und also ich bin dabei, euch zu helfen. Andere sind für mich nicht dabei. Die helfen mir nicht. Aber ich würde immer helfen. Aber wenn ich Zeit habe. Und ja, und jetzt zum Beispiel die Sache, den letzten Part. Im letzten Part war ja einer, der bei mir getanzt hat oder so. Mich stört das nicht. Ich habe es im letzten Part, glaube ich, schon gesagt. Mich stören solche Sachen nicht, aber andere Sachen sagen mir immer, andere Leute sagen immer mehr, du musst dich nicht irgendwie runtermachen lassen oder so. Sag's den anderen Leuten, sie sollen ihn jagen oder so. Ich werde das nie machen. Ihr dürft das bei mir machen, ich ignoriere es, aber schaut, dass es bei den anderen, die es nicht mögen, nicht macht. Und klar, ihr dürft immer die Videos kommen, ich hau nicht ab, ich schneid's nicht raus oder so. Von mir aus dürft ihr in jedem Video dabei sein bei mir. Aber
Ja, ihr müsst nicht unbedingt so viel machen für mich. Also, ihr müsst nicht unbedingt jeden Tag 24 Stunden online sein und immer an einer Stelle sein, wo viel los ist, damit ihr mich trefft. Ihr dürft auch gerne mich bei Steam oder so anschreiben, fragen, wenn ich wieder online bin oder so. Aber ich bin meistens um 1 Uhr mittags bis ungefähr 2, 3 Uhr. Und am Abend durchgehend online. Aber ich falle halt auch manchmal raus aus dem Spiel, weil ich ausgeloggt werde, wegen Inaktivität, weil ich meistens auch im Internet noch surfe. Aber ja, irgendwo bin ich sicher und für die Igen ist es ja auch gut, dass man hier eine Freundesliste hat. Fügt mich dort rein und dann geht alles, oder? Aber weil so viele Alsen von meinen Abonnenten viele Alsen sind, geht das halt auch nicht so gut. Aber eben, ich kann nicht zu den Alsen wechseln, weil ich einfach, naja, ein Ige bin. Ich bin ein Ige jetzt. Ich habe mich am Anfang Season 4 für die Igen entschieden. Ob ich dann eine Season 5 mache, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Je nachdem, also es ist wirklich abhängig darauf, wie es mir geht und wie halt irgendwas ist. Aber ich werde sicher mal wieder neu anfangen in Regnum, aber vorläufig leider nicht. Also ja, okay. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.